Hallo Fans und Freunde der Wiener und willkommen zum Kammern Wiener Jahresrückblick 2020. Ja, dieses Fußballjahr, das war nicht nur ein herausforderndes, es war auch ein ziemlich durchwachsenes Fußballjahr. Ich weiß, die meisten von euch wollen schon nichts mehr von Covid und Meisterschaftsabbruch hören. Aber meine Lieben, da ist stark bleiben und durchhalten, denn es ist nicht nur Schlechtes passiert bei unserem First Vienna Football Club. Wenn euch die Videos gefallen, dann bitte lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal, Glocke drücken nicht vergessen und schaut bitte auch auf den anderen Social Media Kanälen vorbei. Das heißt, supportet mich weiterhin so gut, wie ihr es schon macht und ja, teilt die Videos, teilt die Messages, damit auch noch viele Vienna Fans dazukommen werden. Ja, das Jahr begann mit einem sehr feinen Testmatchchen gegen Fortuna auf der Grottenbacher Alm. Günther war fast pünktlich bei dem Match, zumindest war er in der ersten Halbzeit schon da. Danach gab es ein feines Geburtstagsfesterl auf der Hohen Warte im Stadion für den Roli. Gruß geht raus. Danach habe ich euch ganz gut vorbereitet, zumindest habe ich euch gesagt, auf was es ankommt, speziell in der kalten Jahreszeit. Ja, und dann ging es weiter mit einem Plauderstündchen, bei dem ich euch wieder mal erklären musste, dass Kammern Wiener eine Fanplattform ist und nicht die Vereinsvideos. Wenn ihr also Fragen oder Anliegen an den Verein habt, dann bitte meldet euch direkt an die Vereinsführung. Wieder gab es einen Wiener Supporters Stammtisch im Café Benno. Danke an den Alexander Joraske für dieses tolle Pubquiz und auch die Faninitiative hat ihr neues Programm vorgestellt und ja, Corona-bedingt haben all diese Aktionen nicht stattfinden können und ich hoffe, dass wir demnächst diese tollen Aktionen nachholen können und ich werde natürlich auf jeden Fall dabei sein mit meiner Kamera und euch berichten darüber. Dann gab es ein Gespräch mit dem Fanbeirat, die einen guten Kontakt zur Vereinsführung haben. Das heißt, wenn ihr Anliegen habt, wenn ihr Aktionen starten wollt, dann unterstützt euch der Wiener Fanbeirat. Wendet euch an den, speziell auch bei Choreos etc., dass alles weiterhin gut organisiert bleibt. Ja, dann hat die Saison angefangen. Ja, es ist echt gut gelaufen. VVC-Match, Elektra-Match, gut geschmatcht, gut gespielt, souverän gewonnen. Wie die meisten von euch wissen, ist ja unsere Vienna im Club of Pioneers, diesem exklusiven Club, in dem nur die ältesten Vereine des jeweiligen Landes sind. Ja, und dieses Jahr, da hätte es ja ein Freundschaftsmatch geben sollen gegen Sheffield FC, dem ältesten Fußballverein der Welt. Und es gab auch eine Pressekonferenz beim Pfarrwirt und ich habe natürlich sofort ein Interview geführt mit Richard Timms, dem Präsidenten von Club of Pioneers. Und dann kam alles anders, denn dann kam Corona. Meisterschaftsabbruch, Aufstieg gecancelt, keine RLO und natürlich auch keine Matches mehr. Und das war natürlich für uns Wiener Fans hart, denn Matches, das ist halt mehr als nur das Spiel anzuschauen, sondern halt auch Freunde, Gleichgesinnte zu treffen und sich gut zu amüsieren. Und ja, im ersten Plauderstündchen, nach einer kleineren Pause, nachdem der Schock sozusagen sich gelegt hat, habe ich euch versucht, ein bisschen hier auch ja, wieder mitzunehmen. Fangespräche. Und da seid ihr gefragt. Da habe ich euch versucht, ein bisschen zu erzählen und auch näher zu bringen, welche tollen Vereine, welche tollen Fangruppen es auch außerhalb der Wiener gibt. Danke an den Stefan von Initiative SCR. Danke natürlich an den Thomas Deser für dieses tolle Gespräch und danke natürlich auch an all anderen Wiener Fans, die sich mit mir getroffen haben und gemeinsam über unseren Lieblingsverein geplaudert haben. Denn das ist eben wichtig, dass ihr im Vordergrund steht bei Kammern Wiener. Denn auch wenn es keine Matches gibt, wir bleiben Wiener Fans und das sollte man einfach immer wieder auch einmal medial zeigen. Und dazu ist Kammern Wiener da. Dazu ist diese Fanplattform hier. Und da möchte ich euch gerne mehr featuren. Nicht nur in der Zukunft, sondern auch generell. Nachdem sich der Corona-Wahnsinn ein bisschen gelegt hat und es mehr Lockerungen gegeben hat, dann gab es sogar einen Saisonstart, einen Neubeginn, leider Gottes, in der alten Liga. Und ich habe ein Video gemacht zu Saisonbeginn als die neue Chance und ja, habe halt meine Gedanken ein bisschen schweifen lassen und no front. Auf jeden Fall möchte ich gerne, dass wir gemeinsam nicht nur die Herrenkampfmannschaft stark unterstützen, sondern natürlich auch die Frauenkampfmannschaft, die auch so wie in der letzten Saison am Weg in die Bundesliga ist. Ganz eine tolle Aktion und
da sollten wir auf jeden Fall am Ball bleiben. Dann Ende August wurde das Weitrox-Kleinfeldturnier auf der Hohen Warte nachgetragen. Danke an den Roli, der das immer wieder ganz toll organisiert. Leider Gottes heuer mit relativ wenig Mannschaften, aber dafür mit besonders guter Stimmung. Ja, liebe Wiener-Fans, dann ging es endlich los in den Meisterschaften. Die Herrenkampfmannschaft, die ist sehr erfolgreich in die Meisterschaft der Wiener Liga gestartet und auch die Frauenkampfmannschaft ist, ja okay, nach ein bisschen holprigem Start, dann doch recht souverän an die Tabellenspitze gekommen. Ich habe natürlich sofort Fangespräche geführt mit der Nina Burger, die ganz neu bei unserem Verein ist, mit der Christa Heinzel, die schon sehr lange bei unserem Verein ist und mit dem Aschot, der sehr erfolgreich bei unserem Verein ist als Erfolgstrainer der Frauenkampfmannschaft. Ja, und dann kam schon lange angekündigt von mir, aber jetzt endlich ist es umgesetzt worden, das Artwork Leporello, die Saison, die es nicht gab. Danke an den Tom Koch von Bespoke Communications. Danke für dich, für deine tolle Grafik, für die Umsetzung dieses, ja, meiner Ansicht nach schönsten Fan-Leporello, das es je gab für Fans. Um einfach zu zeigen, dass zwar die Meisterschaft gecancelt worden ist und es keinen wohlverdienten Aufstieg in die RLO gegeben hat, aber wir waren immer dabei, wir haben unsere Mannschaft immer tatkräftig und souverän unterstützt und einen guten Support gegeben in Blau-Gelb und das sollte auch gezeigt werden. Ein Sammlerstück, meine Lieben, sichert euch noch die restlichen Exemplare, die es noch gibt, denn ja, wenn man euch fragt, was hast du 2020 gemacht? Ich war bei der Vienna. Tja, und dann nächster Lockdown, aber ich bin recht zuversichtlich, dass wir es nächstes Jahr schaffen werden, denn noch einmal so eine Meisterschaft, ich glaube, das wird auch der Wiener Verband nicht zulassen und dann heißt es rauf in die RLO. Und für die Herrenkampfmannschaft genauso wie für die Frauenkampfmannschaft sieht es sehr, sehr gut aus, dass wir es nächstes Jahr schaffen und dann können wir die Party, die wir dieses Jahr feiern wollten, nachholen. Mein ganz besonderes Highlight dieses Jahr war, dass der Facebook-Kanal mehr als 500 Likes bekommen hat. Ein ganz großes Dankeschön an euch, dass ihr mich da so gut unterstützt, dass ihr eure Meinungen auch drunter schreibt. Ich werde weiterhin kritisch und genau hinschauen und auch davon berichten, ich hinterfragen, was beim Verein, aber natürlich auch was bei den Fans so passiert. Ich kann einfach nicht leise sein, das geht einfach nicht. Ich kann auch nicht schönmalerisch sein, das heißt, wenn etwas gut ist, lobe ich es und wenn etwas schlecht ist, dann werde ich das auch sicherlich aufzeigen und das ist einfach kritisch und das sollten wir auch alle bleiben, auch wenn es dem Verein vielleicht da oder dort nicht so angenehm ist. Es ist einfach wichtig für uns und wir leben einfach diesen Fußballsport, aber wir leben auch die Tradition des ältesten Fußballvereins und ich glaube, das wird auch dann respektiert, wenn wir es auf eine faire Art und Weise kommunizieren, untereinander genauso wie nach außen. Und ich denke, der Erfolg wird uns recht geben, dass einfach etwas weitergeht. Einzige Kritik, die ich halt in diesem Jahr auch verstärkt festgestellt habe, war, dass der Verein sehr kommerziell wird. Geschäft und Business ist eben sehr, sehr wichtig, speziell natürlich auf dem Weg in den Profisport muss alles passen, natürlich auch die Finanzen. Wir haben es in den letzten Jahren gesehen, es war haarscharf, dass der Verein überhaupt überlebt und das ist auch sehr, sehr gut, aber die Individualität, die fehlt mir halt, auch noch dieser persönliche Zugang. Alles wird immer sehr schön, aber relativ trocken und kühl mit Abstand gemacht und da finde ich, da könnten wir noch ein bisschen dran arbeiten und es ist in Ordnung, es ist gut, wie gesagt, nur eine Anregung, Kritik hier als Anregung zu sehen und nicht sofort als persönliche Beleidigung. Bitte, meine Lieben, no front. Für nächstes Jahr habe ich auch einiges geplant. Es steht ja wieder ein Jubiläumsjahr an, nämlich 100 Jahre Stadion Hohe Warte. Da freue ich mich auch schon sehr drauf und da könnten wir vielleicht auch das eine oder andere umsetzen, um uns hier auch zu präsentieren. Der Verein wird es natürlich machen, aber es wäre auch schön, wenn wir Vienna-Fans hier auch ein bisschen Präsenz zeigen und uns ja, individuell halt auch einbringen, so wie wir es halt auch immer getan haben. Aber meine Lieben, immer mit Absprache mit dem Verein, das ist eben sehr, sehr wichtig. Das heißt auch hier die Kommunikation. Dann kommt gut ins neue Jahr, ins hoffentlich erfolgreiche 2021. Es stehen wichtige Matches an. Ich sage nur ÖFB Cup Viertelfinale in Graz. Auch da halten wir natürlich unserer Herrenkampfmannschaft die Daumen und natürlich die Aufstiege in die RLO bzw. für die Frauenkampfmannschaft in die Bundesliga. Ich hoffe, wir sehen uns recht zahlreich bei den Matches und bis dahin, come on Vienna!